Ja, wir sind mal wieder zurück beim Let's Play Metin 2. Das altbekannte Let's Play natürlich von mir. Und wir müssen hier 80 Schwarzhundbesessene killen. Das heißt, erstens mal, dass ich den Quest erfolgreich abgeschlossen habe. Den, wo wir die schwarzen Sturmwindsoldaten oder sowas hießen, die, glaube ich, killen mussten. Dass wir das geschafft haben. Das habe ich noch offscreen fertig gemacht und jetzt müssen wir ganze 80 von diesen anderen Mobs killen hier. Ach, da sehen wir doch gerade einen Metinstein, auf den gehen wir doch gleich mal los, auch wenn die Kamera jetzt was dagegen hat. Aber brauchen tun wir den ja eigentlich nicht, den Stein, aber ja. Machen wir trotzdem mal, schieben wir mal ein hier. Ja, die Schwarzwindbesessenen, die habe ich genommen, weil es einfach in Massen gibt hier, auch dort, wo wir sowieso schon leveln, weil da hinten kann man eigentlich immer noch gut leveln mit unserem Level 28. Ja, ich bin auch als so Level abgekommen nach dem Quest. Und jetzt können wir hier noch ein Stat verteilen, natürlich wieder auf verzauberte Rüstung, auf was denn sonst. Es lohnt sich ja fast erst einzusetzen, wenn wir es auf M haben. Aber ja, wir machen es eben auch jetzt schon mal. Ja, es steht eine besondere Zeit vor euch, denn nächste Woche sind wir leider nicht da. Also Epic Win nicht, Black Screen, Zedak nicht und ich nicht. Wir sind alle zusammen im Urlaub und ja, da können wir eben jetzt nächste Woche keine Videos hochladen. Aber ich will jetzt so viel hochladen diese Woche, damit ihr das euch selber einteilen könnt. Könnt jetzt sagen, ja, ich hau mir die Parts alle in einem Tag rein, in dem sie erscheinen, wie ihr wollt. Oder ihr guckt sie halt verteilt in der Woche an. Das müsst ihr so machen, wie ihr es wollt. Ja. Dürft euch aber dann nicht beklagen, weil ich will deshalb ja extra viel von euren Lieblings-Let's Plays hochladen, damit ich mir das nicht vorhalten muss, dass ich euch nichts liefere. Natürlich immer gucken, dass ich euch weiterhin unterhalte, auch regelmäßig. Jetzt, wenn ich dann weg bin, seid ihr auch gut versorgt. Und ja. Leveln wir jetzt einfach noch mal ein bisschen vorher. Stimmt, unser Pferd sollte ich vielleicht mal rufen. Das müssen wir dann auch vielleicht bald wieder füttern. Ja, ist ein bisschen blöd, braucht so viel Mana. Auch ein echt Handbuch Pferde zähmen. Aber es lohnt sich fast nicht, weil wir bald mit meinem Farmer spielen. Das sage ich jetzt auch schon ewig, aber es ist ja noch eine Weile dahin. Aber wir wollten da noch mit diesem Scharek farmen. Und das müssen wir uns auch schon mal erarbeiten, dass wir da auf der Reckwiese was packen. Das geht auch nicht von so alleine. Ach, wenn das Pferd jetzt endlich mal kommen würde. Ja, Heu können wir gut gebrauchen. Komm schon, Pferd. Ich habe gerade Heu gedroppt. Das sollte dich doch anlocken. Ja, perfekt. Aber es ist irgendwie noch grün. Wir sollten fast wieder Pferdemedaillen farmen. Das können wir auch mit Epic Win machen, weil wenn er mit uns levelt, dann droppen wir eher was, wie es scheint. Weil, wo wir allein gefarmt haben, hat ja das Droppen nicht ganz gut geklappt. Aber so dringend ist er auch nicht. Wir haben ja noch 3 Heu, das ist jetzt nicht besonders viel, aber das macht dann auch nichts. Der Big Queen hat ja auch noch ein paar Kraut des leichten Affen. Wir wollten ja sowieso mit euch mal in die Bosskammer gehen im Affendungeon. Das machen wir natürlich alles mit euch. Wir gehen ins Schwache, ins Starke. Also ins Starke gibt es ja zwei, einmal wo man mittleres Affenkraut droppt und starkes. Das machen wir alles mit euch. Bloß natürlich wahrscheinlich nicht mit diesem Char, weil da packen wir in der Bosskammer natürlich relativ wenig. Weil die starken Affengeneräle machen schon gut Damage und es sind auch so viele Mobs in dieser Kammer. Ja, da brauchen wir schon Kampfgold auf jeden Fall. Und das hätten wir ja mit unserem Farmer. Und der dürfte mit Level 42 dann auch noch was droppen bei dem Steinaffe. Der Boss also aus dem leichten Affen-Dungeon.
Stimmt, das könnten wir auch zum Beispiel mal einschieben. Also, weil die Zeit ja noch ein bisschen lang ist, bis wir auch wirklich mit unserem Farmer spielen. Meinen Farmer spielen. Und ihr vielleicht teilweise schon heiß drauf seid, ich weiß es ja nicht. Schreibt es ruhig mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass ich jetzt ein bisschen mehr Levelfortschritt haben will und dann einfach auf meinen Farmer wechsel. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie gesagt. Und, ah, oh, nur Silberschwert ist ja Quatsch. Das hebt man gar nicht auf. Und jetzt, Bo, müssen wir nicht unbedingt anhauen. Dürften wir zwar schon packen, aber müssen wir dann auch eben nicht. Und ich kann jetzt wieder, dass ihr einen Fortschritt seht, das hier wieder so öffnen. Ein bisschen an die Seite ziehen, vielleicht könnt ihr es überhaupt lesen. Weil die Schrift ist ja an Medien extrem klein immer. Also so kleine Schrift hat kein anderes MMO, glaube ich. Könnte mich natürlich dann auch noch verbessern, falls dies nicht stimmt. Ich kenne natürlich auch nicht alle MMOs, auch wenn ich ja sehr viele MMOs spiele und fast schon Meister der MMOs bin. Aber ja, alle MMOs zu kennen ist dann schon auch was, was nicht unbedingt erstrebenswert ist, weil manche MMOs gefallen einem einfach nicht und das weiß man eigentlich schon vornherein. Sei es im Grafikdesign, was weiß ich. Gibt schon viele Einflüsse, die da wichtig sind, dass einem das Let's Play, dass es einem das Spiel dann auch wirklich gefällt. Ja, ich hoffe, Meeting 2 gefällt euch, aber wenn ihr das Video schaut, dann sollte man eigentlich schon sich klar sein, dass dieses Video einem wahrscheinlich nicht gefällt, wenn man Meeting 2 nicht mag. Aber es könnte ja auch sein, dass manche Meeting 2 noch nicht kennen, dieses Let's Play jetzt angucken. Und ich hoffe, ich schaffe es, dieses Spiel in ein gutes Licht zu rücken, weil es ist echt wirklich ein super Spiel. Ich kenne wenige Spiele, die so lang Spaß machen. Weil ich meine, es gibt auch keine Nachfolger so richtig, wie bei anderen Spielen, wo halt immer mehrere Teile rauskommen. Deshalb ist es eigentlich ein Spiel, das man immer ganz spielt. Und deshalb muss es auch so gut sein, dass man es dann wirklich auch noch spielt, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die modernste Grafik ist, was man da jetzt sieht, aber ich meine, die Medienmacher machen sich da schon Mühe und kreieren immer neue Maps, neue Channel, jetzt mehr oder weniger auch durch den Serververbund gibt es jetzt die 6 Channel. Aber ja, es tut sich schon was im Mod Metin. Auch mit neuen Waffen. Jetzt gibt es ja auch die Level 90er Rüstung. Die ich glaube so noch nie gesehen habe. Ich wüsste, wie sie für Sura aussieht, aber die Kriegerrüstung habe ich keine Ahnung. Kann ich ja mal in Wiki mal gucken. Achso, jetzt habe ich das geschlossen. Entschuldigung. Aber hier sehe ich gerade, sind gar nicht so viele Schwarzwind-Besessenen. Besessene, ja. Aber egal, hab's auch ein bisschen leveln. Ihr seht jetzt, wir kriegen ja auch gute Erfahrung. Letztens war wieder so ein Event, wo es so ein Wettstreit eigentlich Event das war. Der Gewinner kriegt 50% Erfahrung, also es reicht es eben, gewinnen in diesem Event, hat 50% Erfahrung bekommen. Es war leider nur das Rote Reich. Ja, ich habe das Event nicht mitgemacht, ich habe es nicht mal gewusst, was da zu machen ist, deshalb kann ich euch das jetzt auch nicht sagen. Aber wir hatten leider nur 10%, weil wir leider nur Dritter waren von 3. Das heißt, die Gelben sind Zweiter geworden, haben 20% Erfahrungsboost bekommen. Also Leute, meldet euch beim Blauen an und hilft mir mal beim nächsten Mal, unseren Leuten ein bisschen Erfahrungsboost zu verpassen. Jetzt hoffe ich, dass ich mir nicht in die Richtung gebe, dass da noch mehr Schwarzwindbesessene sind. Das sehe ich doch schon ein. Ja, wir brauchen eindeutig Kampfgoal, aber wie gesagt, es geht ja schon ab Level 8. Ja, Quatsch, nicht 28, das bin ich ja. Ah, ne, ab Level 35 können wir das Kampfgoal-Quest machen. Dazu müssten wir schon mal die ganzen Pferdequests gemacht haben.
die auch teilweise sehr anstrengend sind, weil sie auch manchmal 4, 5 Mal hintereinander nicht klappen, obwohl man immer dasselbe macht. Aber so ist nun mal. Ich glaube, den Quest mache ich dann auch vielleicht mal offscreen fertig oder halt, ja, muss ja nicht bis zum nächsten Part fertig sein. Wir können ja dann im nächsten Part was anderes machen. Wir müssen ja nicht immer nur questen. Wobei Questen Level-Mating relativ das gleiche ist. Das muss man vielleicht ab und zu mal laufen, aber von Levelplatz zu Levelplatz muss man immerhin auch laufen. Und ja, merkt ja jetzt gerade nicht viel, dass wir leveln. Questen, Mann. Wieso vertausche ich gerade alles? Weil die Mobs halt einfach da sind, wo wir sowieso eigentlich immer leveln. Aber nicht ganz so gut zu finden sind momentan. Aber eindeutig war es die bessere Wahl als 60 schwere oder schwarze Sturmsoldaten zu killen. Weil die gibt's nicht so oft wie die schwarzen Besessenen. Schon krass, so viele Mobs muss man killen und kriegt dann auch bloß 4-5% Erfahrung. Ist dann schon ziemlich scheiße. Ja, auf dem PC wäre es jetzt am besten mit Umhängen zu pullen. Habe ich mit meinem Main AWPer, können wir dann auch machen, wenn ich mit meinem Main level, aber ich will die eigentlich nur nicht verschwenden. Weil da, wo ich eigentlich level, da packe ich noch nicht so viel, dass es sich wirklich lohnt, mit einem Umhängen zu pullen. Und ja, ich frag gleich. Ah! Oh. Schnell aufs Pferd, da kriegen wir nämlich weniger Damage ab. Aber die machen schon extrem viel Damage. Ah. Aber jetzt schaffe ich's. Oh, gut. Wir machen eben auch gut Damage mit verzauberter Klinge. Nur auf M2, also. Habe immer noch keine FPS gefunden und die FPS sind auch nicht so billig. Da hole ich mir lieber für meinen Main ein paar Schwertwirbel-FPS, die wir dann alle mal zusammen lesen werden. Ich habe 10 Exorzismusrollen, das heißt, wir können dann 11 FPS lesen. Mindestens. Wenn ich auch noch Kampfrausch und Ding Aura haben kann mit FPS. Ja, ich habe mir überlegt, vielleicht erst Schwertwirbel auf G zu machen, weil die FPS einfach billiger sind und dann habe ich schneller was auf G, als wenn ich jetzt die ganze Zeit nur Aura des Schwarz-FPS hole. Ah, rostige Degenklinge, ein wichtiger Abgegenstand. Plus was schmeißen wir jetzt da weg? Sowas bringt uns eigentlich nur ein bisschen Geld, sonst nichts. Und da rostige Degenklinge. Zwar erstmal gar nichts, aber irgendwann werden wir es vielleicht brauchen. Ah, alle im Weg hier. Ah, verdammt. Ja, ich hoffe, dass mal wieder ein gescheites Event ist, wo man auch wieder vielleicht so Lose kriegt, aber ich glaube fast, dass es die Zeit schon wieder rum ist, weil so oft hintereinander kommt das Event dann auch schon wieder nett. Das nächste Event, das wird wahrscheinlich erst wieder am Nikolaustag sein und dann Weihnachten. Aber ihr könnt ja in den Eventkalender gucken, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Auswendig weiß ich das jetzt gerade nicht, was so ansteht. Letztens war klar wieder Fischzucht. Aber das ist ein Event, das eigentlich die wenigsten interessiert. Mich überhaupt nicht eigentlich. Ja, was könnte noch. Stimmt, Halloween kommt natürlich noch vorher. Wobei das Halloween-Event mittlerweile auch nicht mehr so toll ist. Da man da auch schon im Itemshop sich was holen muss, um die Kürbisse, von den Kürbissen wirklich profitieren zu können.
Ach Mann, aber irgendwie sind die Schatten besessen sehr weit auseinander, sodass sich das echt ein bisschen lang ziehen wird, dieser Quest. Seht, wir haben, ja okay, wir haben immerhin schon fast 20. Und wir kriegen ja immerhin guten Erfahrung nebenher schon. Von dem her kann man das schon machen. Es ist ja, welcher Auftrag ist das? Ja, steht gar nicht. 2 bis 10% Erfahrung. Das ist auch ein Glücksspiel, wie viel Erfahrung man kriegt. Jetzt ist eigentlich auch relativ egal, aber mit meinem Main, da würde ich mich dann schon freuen, wenn ich da die höchste Prozentzahl kriegen würde. Aber hier ist mir eigentlich relativ egal, weil wir bei dem Erledigen dieses Quests sowieso schon genug Erfahrung kriegen. Jetzt haben wir schon fast wieder eine Kugel voll. Scheint fast mehr Erfahrung zu kriegen als da hinten, wo wir nur diese wilde Infanteristen und wilden Ergebenen haben. Zumindest kommt es mir so vor. Oh Mann, die machen so gut Damage. Und dann ist auch noch Klinge aus. Was habe ich mir. Oh Mann. Also meine Maus spielt mir gerade immer wieder ins. Sch oh, die Parade. So, jetzt sind wir wieder safe. So. Wo gibt's den nächsten da? Ein Pull mache ich noch, dann darf ich mich wieder von euch verabschieden. Ja, dass wir diesen Quest nicht schaffen, diesen Part, war ja klar. 80 Mobs zu killen wäre kein Problem, aber dann müssen es ja auch noch bestimmte sein. Macht ja nichts. Oh Mann, die machen zu gut Damage. Ständig, dass die mehr Erfahrung geben müssen. Weil sie einfach schwerer zu packen sind. Das oder sie müssen was Gutes droppen, sonst wäre es natürlich schwachsinnig. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Im nächsten Part schaltet ihr hoffentlich wieder ein und bis dann. Tschüss.